Ich möchte Sie und euch alle sehr herzlich begrüßen zu diesem Webseminar. Der Ablauf ist so geplant, dass wir in der ersten Stunde die Referenten und Referentinnen zu Wort kommen lassen wollen und dann in der letzten halben Stunde Fragen, Kommentare, Anregungen, Bemerkungen von den Teilnehmenden zu Wort kommen sollen und die Referenten dann noch einmal Gelegenheit haben, darauf zu antworten. Weil es in einer so großen Gruppe etwas schwierig ist, jeweils die einzelnen Mikrofone anzuschalten, wollen wir Sie und euch bitten, die Fragen in der Chat-Funktion, die Sie auch unten finden, schon mal aufzuzeichnen und aufzuschreiben. Und sie werden dann von uns aus auch gelesen und eingespielt. Und die Referenten können dann auch während der Konferenz die Chat schon mitlesen. Geplant ist, dass wir nach circa anderthalb Stunden dieses Webseminar beenden und dann noch eine Viertelstunde Pause machen, um etwas zur Ruhe zu kommen. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, dann nochmal auch direkter ins Gespräch miteinander zu kommen für die, die dann noch dabei bleiben wollen. Dieser Teil wird dann nicht mehr übersetzt, sondern ausschließlich auf Englisch gehandhabt werden. Und spätestens um 7 Uhr, 19 Uhr sollten wir dann auch alle Kanäle dicht machen. Ich freue mich, dass dieses Webseminar zustande gekommen ist als Kooperation von 4 Organisationen und ich möchte bei dieser Gelegenheit die auch Co-Moderatoren und Organisatoren vorstellen. Andreas Rheinländer sitzt in Bremen und winkt jetzt einmal ganz freundlich uns allen zu. Danke, Andreas. Andreas ist Geschäftsführer des Sozialen Friedensdienstes in Bremen und hat die technische Seite dieses Zoom-Seminars verantwortet und zustande gebracht und begleitet das auch weiter. Christine Schweizer, auch sie winkt uns, damit ich sie hier in der ganzen überall finde, ist Friedensforscherin, Friedensaktivistin und Geschäftsführerin des Bundes für soziale Verteidigung. Sie wird genau diese Aufgabe wahrnehmen, die Fragen und Anmerkungen und Kommentare der Teilnehmenden im Chat wahrzunehmen und dann auch in die Diskussion einbringen. Martin Schmitz-Bethke, der auch freundlich zuwinkt, danke Martin, ist Pastor und Vorsitzender des Bildungsnetzwerkes Gewaltfrei Handeln und er hat die ehrenvolle Aufgabe, darauf zu achten, dass wir etwas in unserem Zeithorizont bleiben. Also das Winken wird dann vielleicht auch mal heißen, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Oder du wirst sie auf andere Weise aufmerksam machen. Mein Name ist Hannes Menke. Ich selbst bin Pastor im Ruhestand und bin in der Stiftung Die Schwelle im Vorstand aktiv und habe die Aufgabe, diese Sitzung zu moderieren. Ganz besonders begrüße ich Elaine Griffiths, die auch ganz freundlich winkt, damit wir wissen, wo wir sie finden. Sie hat ermöglicht uns, dass wir überhaupt miteinander ins Gespräch kommen können, indem sie simultan vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Ganz herzlichen Dank dir, Ellen, für deine Bereitschaft, uns zu helfen. Thank you very much for your support and commitment for us. Und ganz herzlich begrüße ich an dieser Stelle schon die Referenten dieser Sitzung. In Berlin begrüße ich 2 Referenten, Jan-Philipp Wölbern von der Konrad-Adenauer-Stiftung, vor einem sehr blauen Hintergrund. Herzlich willkommen. Auch in Berlin begrüße ich Ute Fink-Krämer vom Bund für soziale Verteidigung. Und Jörgen Johansen, der uns aus den Wäldern Schwedens zugeschaltet ist, ist Herausgeber der Zeitschrift Resistance Studies in Schweden. Ich werde Sie dann, wenn Sie zu Wort kommen, noch einmal gesondert vorstellen. Ganz besonders aber begrüße ich heute Olga Karatsch. Olga Karatsch ist ausgebildete Lehrerin in russischer und belarussischer Sprache. Aber das sind nicht die einzigen Sprachen, die ihr zur Verfügung stehen, die wir heute merken werden.
Die trägt den Mastertitel der Universität Vilnius in Litauen in Politwissenschaften. Sie arbeitete ihre Ausbildung gemäß als Lehrerin, aber ganz besonders kennen wir sie als Gründerin des Menschenrechtsnetzwerkes, der Menschenrechtsorganisation NASHTOM, unser Haus. Und über dieses Engagement ist sie aber auch in zahlreichen weiteren zivilgesellschaftlichen Initiativen engagiert und Mitglied im belarussischen Juristenverband. Olga, du warst vor etwas über einem Jahr in Bremen und bist von der Schwelle mit dem Internationalen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Gestern hat die Oppositionsbewegung aus Belarus den Sacharow-Preis in Brüssel entgegengenommen. In dieser Zeit ist sehr viel passiert. Und wir beobachten mit Erstaunen und Hochachtung, wie die Oppositionsbewegung über sehr lange Zeit sehr viele Menschen zu gewaltfreiem Protest mobilisiert. Darum danken wir dir, dass du heute zur Verfügung stehst. Wir sind interessiert zu hören, was sind eigentlich die besonderen Herausforderungen für die Oppositionsbewegung, für die Menschenrechtsbewegung, für die Verein NASHTOM in dieser Zeit. Was bewegt euch jetzt? Und das andere ist auch, welche Hoffnung, welche Vorstellungen, Erwartungen hast du an die oder habt ihr an die internationale Gemeinschaft, an uns, die wir hier heute auch zusammen sind und darüber hinaus. Olga, herzlichen Dank, dass du dabei bist und wir sind gespannt, von dir zu hören. Thank you very much for the opportunity to speak. My name is Olga Karach, I'm from Belarus, and I'm really, really happy to see so many of my friends, and not only my friends, but friends of Belarus. And today I would like to speak about some kind of political context in Belarus and about our work on different levels. And of course, as you know, since August 9, our peaceful protests have not stopped. More than 30,000 people are detained, repressed, and under the torture, and more than 1,000 criminal cases for peaceful participation in the protest, and more than 300 children at risk of being kidnapped from the families of peaceful protesters, and more than 200 children punished for participation in the protest. But this is some kind of external and visible appearance for the international world. But what is going on inside Belarus? What is new in Belarus today if we compare it, for example, with Belarus 2019? First of all, and for me, it's very, very important to speak about one very, very serious process which was started in Belarus today. This is awakening of historical memory and the awakening of huge unbelievable interest to the historical Belarus over the past 100 years. We have some kind of very, very serious taboo topics in our public discourse. It was impossible to touch and it was impossible to speak, for example, about the Stalin's repressions, especially before the Second World War and after the Second World War. People just ignored the topic, and even it was impossible to raise up the topic at all. And now the historical memory is very connected with everything what is happens in Belarus now. And main question for our society today, very sensitive question, by the way, how Belarusians can kill Belarusians? How Belarusians can torture Belarusians? Because the enforcers today torture people, but this is the neighbors, this is the relatives, you know, or parents of children from the same class or something like that. And this is very serious question for our society. And maybe for Belarusians, it could be some kind of adopted in some kind of way if somebody should be killed during the protest action. For example,
something happens. But the main tortures, horrible tortures, rapes of children and rapes of adults happens in prisons. When the protesters, usual peaceful protesters, they have no any kind of threats for the Belarusian regime. And the unbelievable tortures raise up the question how it's possible that our neighbors can do something like that. And of course, this is very connected to Stalin repressions, to NKVD, KGB, and people start to remember the family history. Second very important question, people start to speak and interest the transgeneration traumas, and they would like to work with historical trauma. As I told you already, today we started a new video devoted to the transgeneration trauma in Belarus, and the video is quite popular, more than 220,000 views, and this is only for several hours. And we see such kind of public expectation that people really would like to discuss it. And of course, in Belarus, over 100 years, we have many, many traumatic experiences and many events, including, again, Stalin's repression, Second World War repressions after the Second World War, Belarusians who participating in Afghanistan war, Chernobyl, of course, and after a very difficult time during Lukashenko. And now, why people continue to have the protest in the peaceful way? For people, it's very important to have the idea of unavailability of punishment for murderers and criminal enforcers who is irresponsible for tortures. And not only for today, but to have some kind of understanding of everything, what is happens in Belarus during 100 years. And now why, for example, my organization started to work with Haga, Haga Criminal, International Criminal Court with universal jurisdiction and many other such kind of UN structures and many other legal, international or human rights tools and mechanisms. And other very interesting process, you know, when we started our organization, our network, it was happens at December 2005, many years ago. We started the network under the moderation of Bess Howe, and keeping us on hands in such kind of process, how to make it to use the capacity of PSV, you know. And our idea was very, very simple. We would like to build our common house Belarus, when people can be tolerant each other, respect each other, you know, and live together. And now we have a very serious challenge in Belarus. Because, and this is second question which people start to ask each other. How we can live together in the one country? The national dialogue is very, very complicated or even impossible for today. Because suddenly we understand that we have two Belarusian sides, and we have so different values and so different opinions, and we have very serious polarization inside Belarus. Of course, one hand, one side is using very brutal and very horrible violence, but at any way, people who is main supporters of Lukashenko, they really still we have no any kind of common platform for any kind of discussion. And this is, by my opinion, the biggest problem, because we need some kind of common understanding or common national compromise, how we can live together or how we can continue any kind of dialogue and speak together. Now it's really, really complicated. And even, for example,
I would like to give you very very short example what I mean when I speak that we have totally different values. At 2001 we had the president elections too, and it was my local initiative, a very small youth NGO was participating, and we suddenly we met the situation when the mothers wrote some kind of letters to KGB, secret police, secret political police for their children. Like my child, my daughter, my son is in a position, please arrest her or him. And for me, it was very, very serious shock because I really didn't understand how the mothers ask to detain children. Now we have a very principal position in our house. We don't communicate with KGB, it's very clear. But at the same time, of course, some people, some of our volunteers have relatives in KGB. So at any way, they have some kind of insider information. And KGB is complaining now and very angry because they have huge number of new such letters when relatives, of course, supporters of Lukashenko, write such letters against the relatives. Daughters, sons, parents, grandfathers, grandmother. So this is very simple, like, or my relative is in a position, please arrest her or him. And again, this is very, very connected with Stalin's time. Relatives write such kind of letters against each other. So yeah, for us it's really big and very, very complicated question. How we can live in the one country and how we can start to build a national dialogue and any kind of conversation. Very complicated question, especially after such kind of brutal violence. And of course, I have to, I would like to speak about positive moments in New Belarus now. Many people understand the value of communication and value of conversation with people. Before, we as Belarusian were quite isolated. And you know, if somebody from Belarusian left Belarus by economical or political reasons, usually people didn't participate in any actions and even try to show that, oh, I don't know, the country, such Belarus. And we had some kind of problems with communication because the people were not values for Belarusians. Now it's very clear that people need other people. For people, it should be interesting to listen other people. And this is, and the consequence of the process, we have huge mobilization of Belarusian nation. It's something unbelievable. We were blocked as organization since August because we tried to prepare big number of volunteers. But big numbers of volunteers, and actually BSFAV always spoke to us, please keep in mind that you should have more volunteers than you have now. But the biggest number of volunteers for us was something about 1,000 or maybe 2,000 people. In August, we had more than 10,000 people of volunteers who went to us, and our team was totally broken and very, very stressful because we even cannot imagine to have such kind of people in our team. As I know, the same situation was in another organizations too. So this is huge mobilization in the level of houses, in the level of streets, in the level of cities, in the national level, and even around Belarus, in Belarus. This is first time in Belarus when Belarusian diasporas start to be organized and even start to speak each other. Belarusian diasporas from different countries, you know, and so this is very, very positive process. And I would like to say that I'm really happy that we have different, very powerful opposition groups now. And the groups are in very, very close connection.
like we are, for example, we are in connection with some people in team of Svetlana Tikhanovskaya, with Coordination Council, with very many other YouTube bloggers, etc., etc. So this is very important that even if people have some kind of internal quarrels, they put the quarrels to the public sphere. This is totally different and new process for Belarusian opposition, because before it was many quarrels in public sphere, and now people demonstrate unity and support each other in public sphere. This is something unbelievable. And I would like to speak a little about our work too, because I know that you have some questions to us. First of all, we organize a network to help people under repressions. And we have the urgent system of reaction now. We call it the system OLS. This is some kind of nightmares, because I don't know why, but the main number of requests we are received at night. You know, and so I cannot explain why, actually, because usually people are detained during the day, but at night people asking about any kind of help, and so the urgent system is working 24 hours per day, 7 days per week, and we try to help people and react immediately, and we have several ways how to do it. First of all, we organize sense donations and support. We organize the food parcels to prison, because even for relatives, it's not very expensive, but this is a very important symbol of solidarity. And you know, even if people are so stressful, lose relatives, etc., they receive the food parcel, and usually people are crying, you know, even to receive such kind of not very big help, but at any way. We are helping with lawyers, and actually now we organize 211 food parcels to prison for political prisoners. And we organize the lawyers, 116 lawyers, and payment for them, because in Belarus we have only state lawyers, and they cost quite expensive. And this is horrible, but at any way, nobody can goes inside the prison except lawyers. And for us, this is the one way to communicate with prisoners and to understand that, for example, the person is under the tortures. And also we organize such kind of payment. We have a very strange situation in Belarus. If you are imprisoned, you have to pay for your time in prison. And it costs like 5 euro per day. And of course, if you sit 10 days, maybe it's not very big money. But if people are imprisoned, like some people imprisoned for several months, it's increasing. So we help relatives, because many, very very often that the relatives have no money to pay for such kind of very, very strange prison time. Also, we work with for non-violence of Belarusian protest, and we have many efforts to keep the protest peaceful as possible. So I already mentioned our YouTube channel. Now it's very strange situation. Before the president elections 2020, we had 1 million views and 3,000 and half views, 3,000 story and half followers in the YouTube channel. Now we have 30 million views, and we have 120,000 followers, and we have a silver YouTube button, and we are the most popular YouTube channel. If we, of course, we are not media, we don't keep in mind in independent media. So our YouTube channel is not about news in Belarus. This is about some kind of values. We explain people our experience, how to protest in peaceful way, how to prepare to
and safe under tortures. How to prepare to the protest actions, because we have many new people who has no any kind of experience in protest actions, and of course, very often they're quite naive. And they have to prepare if they would like to participate in many protest actions. And of course, some kind of, we explained some, our ideas of peaceful conflict resolution, why it's important, et cetera, et cetera. So this is very interesting that such kind of, by my opinion, very specific topics, like again, transgeneration trauma, you know, it's like how to participate in peaceful protests are so popular and so many people watch and so many people react. And also we work, as I already mentioned, we work with universal jurisdiction, we work with International Criminal Court in the Gaga, and we started to prepare the complaint there, and several complaints, and also we work with UN structures, and of course we work with several international organizations, but at the same time we work with local advocacy campaigns. And now we have quite a good situation on local level, because local administrations are quite confusing. They're quite confusing because they really don't understand the situation and behavior of Lukashenko. Lukashenko built very serious presidential vertical. But you could imagine, if you want to be the part of the presidential vertical, you have to understand what is happens. Now Lukashenko is changing his opinion every day. For example, first day he says that I would like to that everybody who waiting in the protest, the people have to lose the job. Next day he says that everybody who is participating in the protest have to have any job, because people have too much free time, you know. And so yesterday he says that people, dear protesters, let's live together, you know. And so this is so different and very opposition message from Lukashenko, and for local administrations this is very, very strange situation, and they really don't want to have any kind of attention to them and their work. So our local mm-hmm. groups, they would like they have much more possibilities and some kind of pressure, like threats. If you don't follow for our request or demand, we will resolve the question on national level. Well, and, it is my job to be the timekeeper in our meeting, and I just finished. Yeah, and this is just the last sentence. So nearing the end of your allotted time for your opening statement, so perhaps you can shorten. Yeah, and this situation gives us many possibilities now, and many opportunities to build real grassroots democracy on local level, using the mobilization of people on local level with budget transparencies and real democracy, which we are fighting for so many years. Thank you very much for your attention, and I would be happy to answer for your questions. And some questions in Deutsch. Yeah. We have no questions so far. Ah, okay. Mm-hmm. Herzlichen Dank, Olga, für diesen ersten Einblick. Wie schon in der Anmoderation gesagt, Fragen mögen bitte im Chat gestellt werden. Wir werden die sammeln und dann später die Gelegenheit geben, diese Fragen zu stellen und darüber ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir sowohl den Link zu dem YouTube-Kanal als auch den Text, den Olga vorbereitet hat, und anderes in einer E-Mail an alle Teilnehmenden im Anschluss an Anfang nächster Woche zur Verfügung stellen werden. Also auch da kann man das in Ruhe noch einmal nachlesen und nachstudieren. Wir gehen einen Schritt weiter in unserem Gedankengang und wollen jetzt die Gelegenheit haben, die Situation in Belarus auch einmal von einer Perspektive außerhalb wahrzunehmen und zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte dazu als nächstes begrüßen Dr. Ute Fink-Krämer.
Sie ist promovierte Mathematikerin, war von 2013 bis 2018 Abgeordnete der SPD im Deutschen Bundestag. Sie war in ihrer Jugend schon Aktivistin der Friedensbewegung und ist es bis heute. Sie ist jetzt Vorstandsmitglied des Bundes für soziale Verteidigung, die sie mitgegründet hat, und Co-Sprecherin der Plattform für zivile Konfliktbearbeitung. Ute, du kennst die Situation in Belarus und Olga schon seit Längerem. Welches sind die politischen und zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen Belarus und Deutschland? Und wie schätzt du die Forderungen von der Stomm an ein gegenüber der europäischen deutschen Politik oder auch gegenüber uns der Zivilgesellschaft? Das Wort ist an Ute Fink-Krämer, die ich hoffentlich bald sehe. Ja, also ich bin da. Ich habe auch mein Video an und ich glaube, sobald ich rede, siehst du mich auch. Ja. Ja, Deutschland ist als Staat generell bemüht, formale diplomatische Beziehungen auch zu undemokratischen Staaten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Dazu gehört dann zum Beispiel das übliche Programm von Veranstaltungen anlässlich des Tags der Deutschen Einheit, Kulturveranstaltungen und so weiter. Und umgekehrt die Teilnahme von Vertretern des Auswärtigen Amtes an Veranstaltungen der entsprechenden Botschaften in Berlin. Dieser Grundsatz wird auch im Umgang mit Belarus eingehalten. So hat bei der letzten Veranstaltung der belarussischen Botschaft vor Beginn der Corona-Einschränkungen, zu der ich eingeladen war, einer Ausstellung zum 110. Geburtstag des ehemaligen sowjetischen Außenministers Gromyko, dessen Geburtsort im heutigen Belarus liegt, im Sommer 2019, ein Vertreter des Auswärtigen Amtes ein Grußwort gesprochen. So, ich hoffe, mein Mann nimmt das Telefon bald ab. Ein weiterer Grundsatz ist, Kultur geht immer. Ja, pass auf, der Ottmund muss mich mal reinlassen. So, mein Mann hat parallel auch eine Zoom-Konferenz. Das ist manchmal schwierig. Gut. Ein weiterer Grundsatz ist, Kultur geht immer. So werden aus dem Etat des Auswärtigen Amtes nicht nur das internationale Bildungs- und Begegnungswerk Johannes Rau in Minsk, sondern auch ca. 20 Schulen mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache in Belarus finanziell unterstützt. Das heutige Belarus war eines der Länder, in der das deutsche Kriegs- und Besatzungsregime am schlimmsten gewütet hat. Daher werden Gedenkstätten unterstützt und es gibt hochrangige Besuche zu entsprechenden Anlässen. Zum Beispiel von Bundespräsident Steinmeier zur Eröffnung der Gedenkstätte Trastenets am 29. Juni 2018. Wenn man sich die Webseite der Deutschen Botschaft in Minsk ansieht, so finden sich dort klare Stellungnahmen zur Menschenrechtssituation und alle einschlägigen Äußerungen der Kanzlerin, des Außenministers, der EU. Und zwar nicht nur auf Deutsch oder Englisch, sondern größtenteils auch auf Russisch oder Belarussisch. Wegen der Corona-Pandemie, die ganz offensichtlich auch in Belarus zu hohen Erkrankungszahlen geführt hat, sind alle öffentlichen Veranstaltungen der Botschaft und des IBB seit Ende März abgesagt, sodass sich nicht sagen lässt, ob diese über den 9. August hinweg unverändert fortgeführt worden wären und welche Themen eventuell neu aufgegriffen worden wären. Auf der Botschaftsseite findet sich nur ein Bericht über eine Kranzniederlegung auf einem deutschen Soldatenfriedhof zum Volkstrauertag am 15.11.20 und ein Bericht über eine Kranzniederlegung zum 102. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs an einem deutschen Kriegerdenkmal in Minsk. Seit etwa 20 Jahren findet jedes Jahr im Dezember das Minsk-Forum statt. Die deutsch-belarussische Gesellschaft, die es veranstaltet, ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für wirtschaftliche, kulturelle, politische und wissenschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Belarus einsetzt. Auf dem diesjährigen Minsk-Forum, das als Videokonferenz stattfand, hat Außenminister Heiko Maas eine Rede gehalten, in der er die Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten kritisiert. Er erklärte, dass die Bundesregierung und die EU diejenigen unterstützt, die freie und faire Wahlen fordern,
und kündigte weitere EU-Sanktionen für den Fall an, dass es zu weiteren Gewaltakten gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten kommt. Am 9. Dezember waren die Leiter der Botschaften der EU-Staaten, der Schweiz, Großbritanniens und der USA bei Außenminister Makay und haben unter anderem das Ende der Gewalt, die Freilassung aller politischen Gefangenen, die Aufklärung und Ahndung der an ihnen verübten Gewalttaten sowie freie und faire Wahlen unter unabhängiger Beobachtung gefordert. Interessant ist das Foto, mit dem der Bericht zum Treffen mit Makay auf der Botschaftsseite verlinkt ist. Eine Gruppe internationaler Diplomatinnen und Diplomaten hält Schilder mit der Aufschrift "Keine Gewalt" in der jeweiligen Landessprache hoch. In der Mitte ist der deutsche Botschafter zu erkennen. Aus meiner Sicht sind die wichtigsten Forderungen von Nashdom gegenüber den EU-Staaten bzw. Deutschland EU-Sanktionen gegen die belarussischen Staatsbürger, die nachweislich Gewalttaten gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten befohlen oder begangen haben. Und die diplomatische Unterstützung für die Forderungen nach einem Ende der Gewalt, der Freilassung aller politischer Gefangenen, der Ahndung der Gewalttaten und der Durchführung freier und fairer Wahlen unter internationaler Beobachtung. Dazu kommt die humanitäre Hilfe für diejenigen, die wegen drohender Verfolgung oder nach einer traumatisierenden Haftstrafe ins Exil gehen mussten. Die EU scheint sich in diesem Punkt einig zu sein. Wie sichergestellt wird, dass die angekündigte finanzielle Unterstützung tatsächlich bei den Richtigen ankommt, kann ich aktuell nicht beurteilen. Um Verfolgte oder Bedrohte in Sicherheit bringen zu können, muss gegebenenfalls eine unbürokratische Visumserteilung oder eine Einreise ohne Visum ermöglicht werden. Weiterhin gilt natürlich, dass alle menschenrechtlichen Anliegen von Organisationen wie Nashdom diplomatisch unterstützt werden sollten. Dazu gehören die unverhältnismäßigen Strafen für Jugendliche und junge Erwachsene wegen minimalster Drogendelikte und die unmenschlichen Haftbedingungen in den Straflagern, in die sie geschickt werden, oder die angedrohte Schließung des Kinderhospizes in Grodno. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diesen Überblick über die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Weißrussland. Ich kann ergänzen, dass zu dem Skript, das wir auch verschicken werden, auch noch Links verbunden zu sehen sind, wo man die verschiedenen Dinge, die genannt worden sind, auch nochmal direkt sich angucken kann. Herzlichen Dank dafür. Und ebenfalls in Berlin begrüße ich Jan-Philipp Wölbern. Er ist promovierter Historiker mit einem Schwerpunkt der neueren deutsch-deutschen Geschichte und ist heute Referent für Osteuropa in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie haben damit eine historische und eine aktuelle Perspektive auf das Thema. Meine Frage, wie bewerten Sie die Situation in Weißrussland in der außenpolitischen Spannung zwischen Russland auf der einen und der Europäischen Union auf der anderen Seite? Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank, Herr Menke. Sie haben mich ja schon kurz vorgestellt. Ich muss vielleicht einen Satz sagen, was ich da genau mache. Ich bin Länderreferent, das heißt, ich betreue in der Stiftung in Berlin unsere Büros in Osteuropa, also unser Büro in Moskau, in Vilnius, weil das Büro selber nicht in Minsk sitzen kann, sondern im Nachbarland in Litauen ansässig ist. Dann in der Moldau, Ukraine und dem Südkaukasus. Ich versuche jedenfalls einen etwas größeren Zusammenhang in den Blick zu nehmen. Und ich möchte heute versuchen, Ihnen ja ein bisschen vor allen Dingen die Beziehung zwischen Russland und Belarus etwas klarer zu schildern. Mir wurde gesagt, dass ich 8 Minuten habe zur Vorstellung. Ich hoffe auch, dass das hinhaut. Ich stelle mir jedenfalls einen Timer. Und möchte beginnen mit einem Begriff, den man, wenn man versucht, sich mal in die russische Sicht auf Belarus hineinzudenken, häufig hört. Und zwar der Begriff des dreieinigen russischen Volkes. Gemeint ist damit Russland, Belarus und die Ukraine. Und das bringt schon recht gut zum Ausdruck, dass aus russischer Sicht Belarus als eine Einflusssphäre Russlands betrachtet wird, und zwar als ausschließliche. Ich möchte das gar nicht bewerten, es geht mir nur darum, das darzustellen, wie die Sicht Russlands auf Belarus ist. Wenn man das auch unter einem Sicherheitsgesichtspunkt betrachtet,
dann ist Belarus für Russland ein Pufferstaat zum Westen und vor allen Dingen zur NATO, also eine vorgelagerte Sicherheitsgürtel. Auf der personalen Ebene kann man sagen, das ist ein sehr schwieriges Verhältnis zwischen Präsident Putin und Präsident, oder besser dem abgewählten Präsident Alexander Lukaschenko gab und gibt. Wenn man mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückschaut, dann kann man nämlich sagen, dass Putin Lukaschenko im Grunde nicht komplett hat kontrollieren können. Lukaschenko hat immer ein Spiel zwischen Annäherung und Abgrenzung von Russland betrieben. Er hat immer versucht, russische Subventionen zu erhalten, beispielsweise Energielieferungen oder sich einen guten Zugang zum russischen Markt zu sichern. Auf der anderen Seite hat er es aber geschafft, sich stets von Russland unabhängig zu halten. Also er hat immer versucht, seine eigene Macht möglichst zu behalten. Das hat letztlich dazu geführt, dass Lukaschenko die Loyalitätserwartung Putins enttäuscht hat. Lukaschenko hat sich auch in der Frage des Unionsstaates, also einer gemeinsamen Union der beiden Staaten Russland und Belarus, nie eindeutig positioniert. Er hat immer laviert, hat immer versucht, das Beste für sich dabei herauszuschlagen. Man könnte vielleicht sagen, er hat versucht, Rosinen zu picken, aber eben nie sich vollständig dazu bekannt. Schlimmer noch aus der Sicht Russlands, seit 2014 hat Lukaschenko sogar versucht, immer stärker die Souveränität des Landes zu betonen und eine unabhängige Position einzunehmen. Und Sie erinnern sich vielleicht sogar noch vor der Präsidentschaftswahl 2020 mit antirussischer Rhetorik operiert. Trotzdem, er war in entscheidenden Fragen dann doch ein Verbündeter Russlands. Belarus ist beispielsweise dem Militärbündnis von Moskau geführten Militärbündnis der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit beigetreten, als auch der Eurasischen Wirtschaftsunion. Soweit erstmal dem Blick in die Vergangenheit. Man könnte sagen, also es ist ein sehr kompliziertes Verhältnis. Aus russischer Sicht muss man auch sagen, dass sich die Position Putins, dass er sich da in einem Dilemma befindet. Und auf der einen Seite will Russland unter allen Umständen verhindern, dass es eine weitere Farbrevolution, wie das genannt wird, gibt und damit, dass der Einfluss auf Belarus schwindet. Das muss dringend verhindert werden aus russischer Sicht. Auf der anderen Seite will aber auch Putin die mehrheitliche Sympathien der Belarussen für Russland nicht zerstören. Also das ist nicht, das ist keine Einbildung. Die Mehrheit der Belarussen sprechen Russisch. Es gibt da ganz viele Verbindungen. Also das ist ein Punkt, den darf man auch nicht unterschätzen. Es sieht danach aus, dass Putin eher auf eine friedliche und kontrollierte Lösung setzt. Am besten natürlich ohne Lukaschenko. Belarus muss aber in seiner Einflusssphäre bleiben. Das dem Kreml nahestehende Magazin Kommersant hat einmal, ich glaube, es war sogar vor einigen Tagen, hat eine Aussage Putins wie folgt kommentiert, dass Putin Lukaschenko noch einmal vorgeschlagen hat, dass er ruhig und ohne Verzögerung geht. Also es gibt tatsächlich keine persönlichen Sympathien Putins für Lukaschenko. Er ist ihm aus den genannten Gründen schlichtweg illoyal, weil er ihn auch nicht kontrollieren kann. Es gibt auch kein Interesse an einem wirtschaftlichen Niedergang Belarus aus russischer Sicht, weil das müsste dann auch von Russland abgefedert werden bei eigenen großen wirtschaftlichen Problemen. Und das darf man auch nicht vergessen, das schüfe auch Raum für andere Mächte, zum Beispiel China, die in Belarus sehr präsent sind. Nur mal ein Beispiel aus eigener Anschauung, wenn man nach Minsk fliegt, das Erste, was Sie aus dem Flugzeug im Anflug auf den Flughafen sehen, ist ein riesiger Industriepark, wo die Chinesen mit Belarus zusammen dort angelegt haben. Also da gibt es eben auch im Rahmen dieser Belt and Road Initiative entsprechende Verbindungen und Investitionen Chinas. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, was ist eigentlich aus Moskauer Sicht die Alternative zu Lukaschenko?
Nun, Putin versucht, den Unionsstaat, diese Idee, die ja auch schon über 20 Jahre alt ist, als Möglichkeit zu nutzen, Belarus in der russischen Einflusssphäre zu halten und ja, dann langfristig dort eine Moskau-genehme Führung zur Macht zu verhelfen. Das wird letztlich die Schlüsselfrage in dem Konflikt auch sein, ob es Putin gelingt, einen ihm genehmen Kandidaten dort in Belarus aufzubauen. Er sieht sich aber dem Problem gegenüber, dass es dort schlichtweg keine prominenten anderen pro-russischen Politiker gibt. Also Lukaschenko hat das in der Vergangenheit natürlich auch zugelassen. Deswegen tut man sich schwer, da jetzt jemanden zu benennen, der ein, ja, sagen wir mal, natürlicher Nachfolger im russischen Sinne sein könnte. Was aus russischer Sicht nicht geht, das sind zumindest die Äußerungen, die man aus dem aus gewissen russischen nahestehenden Quellen und Medien vernehmen kann, ist, dass Putin Svetlana Tichanowskaja als Präsidentin nicht sieht. Also das ist für ihn nicht vorstellbar, auch schwerlich als Übergangslösung. Aber dass er sich grundsätzlich wohl vorstellen kann, ein Szenario des Machtübergangs in Abstimmung mit dem Westen vielleicht auszuhandeln. Und das ist letztlich die Frage, ob es hier auch aus westlicher Sicht vielleicht eine Schnittmenge gibt. Die Frage ist aber dennoch ungeklärt. Was käme nach Lukaschenko, wenn man denn der gemeinsamen Auffassung wäre, dass Lukaschenko gehen muss? Aber die Frage ist, was kommt danach? Vielleicht abschließend noch ein kurzer Blick auf die Frage des möglichen Gewalteinsatzes. Das ist ja eine Frage, die permanent im Raum steht. Auch hier wieder das Dilemma, ein gewaltsames Eingreifen Russlands würde auch Sympathien in der belarussischen Bevölkerung massiv schwächen. Das wäre natürlich auch innenpolitisch heikel. Nichtsdestotrotz gibt es auch rote Linien. Das hat Putin so definiert, also wenn beispielsweise Verwaltungsgebäude erstürmt würden. Danach sieht es ja zum Glück nicht aus, weil die Opposition, die Demonstrationen absolut friedlich sind. Das kann man auch nicht oft genug unterstreichen. Aber ich will damit nur noch abschließen, damit komme ich dann auch zum Ende nochmal sagen, die Situation ist offen. Wenn wir kurz ins Frühjahr zurückdenken, wer hätte das gedacht, dass die Präsidentschaftswahl so ausgeht oder dass sie eben zu solch massiven und über Monate anhaltenden Protesten führt. Deswegen, wir dürfen nicht die Möglichkeit außer Betracht lassen, dass es hier auch noch zu gänzlich anderen Entwicklungen kommt, die heute keiner wirklich absehen kann. Also eine sehr schwierige, sehr heikle Situation. Die Frage der Sicht der Europäischen Union habe ich jetzt ein bisschen beiseite gelassen, aber das können wir dann bestimmt gleich noch im Laufe des Seminars diskutieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Wölbern. Das ist natürlich eine Perspektive, die aus der deutschen Blick zunächst mal gar nicht so wahrgenommen wird, die das Ganze aber nicht unbedingt einfacher macht, wenn man das so wahrnimmt. Also, aber natürlich eine wichtige Perspektive ist, sie einfach auch im Blick zu behalten, welche Interessen da eben auch von den östlichen Nachbarn her, wenn nicht formuliert, aber doch umgesetzt werden. Herzlichen Dank dafür. Nun kommen wir zu einer ganz anderen Perspektive, nämlich geografisch ziehen wir weiter in den Norden, nach Schweden, aber auch inhaltlich. Ich begrüße Jörgen Johansen. Er ist Friedensforscher, Friedensaktivist und war und ist in verschiedenen Friedensbewegungen in aller Welt engagiert. Insbesondere hervorzuheben ist, dass er von 1991 bis 1998 Vorsitzender der War Resisters International war. Derzeit arbeitet er als Herausgeber von Iring Publishing, gibt das Journal of Resistance Studies heraus und ist darüber hinaus freiberuflich an Universitäten als Berater für Organisationen und Institutionen tätig. Seine Bücher und Artikel, die er veröffentlicht hat, sind in mittlerweile über 10 Sprachen übersetzt, unter anderem Norwegisch, Englisch, Schwedisch. Der Bund für soziale Verteidigung müsste uns vermutlich auch zu sagen,
im Anschluss, ob davon eins auch auf Deutsch übersetzt wurde. Ich sehe ein Nicken. Mit diesem weiten Blick auf Widerstandsbewegung, Jürgen, nimmst du die Oppositionsbewegung in Belarus wahr, wo nun schon seit einem halben Jahr jede Woche Tausende, bisweilen Zehntausende Menschen und Hunderttausende friedlich demonstrieren. Was kann uns dieser Blick, der breiter ist und auch von anderen Friedens- und Widerstandsbewegungen her denkt, helfen bei der Wahrnehmung und Beurteilung der Situation in Belarus? Ich bin gespannt auf eine weitere friedensbewegte und friedenspraktische Perspektive. Herzlichen Dank, dass wir das jetzt auch wahrnehmen können nach Schweden. Okay, thank you. Let me say that my first visit to Belarus was during the Soviet time. I was visiting Minsk before the Soviet collapsed, and I've been following the situation quite closely over the years. I think I met Olga maybe 20 years ago for the first time, but I met other opposition people long before I met Olga in Belarus. It's an interesting case, and what we see in the last month is the common pattern in many places around the world where people are rising against dictatorships and authoritarian regimes. The unarmed struggles the last 40 years have been much more successful than all the armed struggles together. There is no doubt that there is only one way forward. But that way is not very easy. It's a complex and time-consuming and resource-consuming way. When I worked with Solidarity in Poland during the 80s, it took them 9 years from they started the occupation of the factories till they got the presidency and relatively free elections. It was ups and downs. And we have seen similar waves in the Orange Revolution in Ukraine or the Rose Revolution in Georgia. 10 years ago, we saw the Northern African countries, the Tunisia and so on. This is how people are working around the world when the parliamentarian system doesn't exist or they can't use it. I remember discussions in Minsk, maybe 20 or so years ago, when a number of Western donors came there with money and they wanted to support under the label of helping the democratic forces, Americans and Europeans mainly. And the Americans wanted the local people to take to the streets and get rid of Lukashenko as soon as possible. I found myself in a position arguing against that policy. I couldn't see that the people were prepared to take over the country. And I'm partly in that position even today. I'm sorry to say, but I don't see a strong enough and well enough organized opposition to run the country. This is a serious problem for most of these revolutionary movements. I was on the phone with the Tunis today, and they are facing serious problems 10 years after the revolution in Tunisia. And one of the common problems is that the skills you need to remove a dictator are very different from the skills you need to run a country, to build a decent, open democracy with respect for human rights. These are two different toolboxes you need. You need specific tools to remove the old regime, but very different ones to build a new, decent, stable, and robust democracy. You need a united population. The division lines we still have inside the Belarus are serious for the future. So what happens when a dictator has to leave, that be in the Philippines in 86 or wherever you look at them, the political vacuum is filled by forces from outside. Very often, neoliberal economy is the so-called solution. People come and help them to set up a new state system,
where the market forces are the main actors. Less democracy, less political power to the politicians, and more to the market forces. And that creates gap between the rich and the poor. You see the average living age is going down. Serious problems with human rights, with the freedom of speech. The privatization and the deregulation, when they reduce the power of the state, is a serious problem. And we haven't seen very good examples of how to cope with that yet. So I really hope that when the opposition takes over in Belarus, they have some good ideas how to run the country. And not only accepting American dollars or European euros and let the market run the country. That would be a serious mistake. So what could we do from outside? Well, I'm still a believer that education, cooperation, building a democratic civil society is a good starting point. That's time consuming. It's sometimes quite boring. It could be dangerous even sometimes when the people in power doesn't like you. But without the well-educated and united the population, there is very little hope for a bright future. If they took the polls in 9 years to get rid of the communist regime, I would say that Lukashenko will be in power 5 years or no one, but he will maybe go on for 4 or 5 more years. And in that period, it's extremely important to start thinking about how to run the country afterwards. And don't let the American dollars or the European market forces help you too much. They might be helpful with something, but if you don't build on a democratic idea that people has the power and not the market, you are in deep shit 10 years from now. So my hope for Belarus is that Olga and her friends, her sisters, could really get more support to educate the population. I'm not sure the time is ready to get rid of Lukashenko. And if you want to do it, you will see around the world that the tipping point is when you have around 3.5 to 4% of the population on the streets. That means 400,000 on the streets in Minsk. We haven't seen that number yet. There have been maybe 100,000, maybe 200,000. But you need a double of that for him to go. All the modern research on nonviolent revolutions tells us 3.5 to 4% is in most cases enough. But so what when he leaves? In Egypt, you saw the Brotherhood taking over the country and then a military coup. They were not ready to run the country. So those of us who are thinking about supporting opposition are also responsible for the next steps afterwards, not only the celebration of Lukashenko leaving, but I don't see enough focus on that problem among those who are friends of Belarus and friends of Olga yet. Thank you. I'm open for more questions. That was my 8 minutes, I guess. Ja, ganz herzlichen Dank auch für diesen sehr präzisen Blick. Man spürt und merkt sowohl das Kenntnis der Situation vor Ort seit Jahren, aber auch den Blick. Und in Englisch. No. Jetzt müsste ich weiter Deutsch reden können und die Übersetzung kommt. Okay. Ganz herzlichen Dank für diesen Blick, den man abspürt, wie Sie sowohl die Situation in Belarus schon seit langem kennen und wahrnehmen, aber auch Erfahrungen aus vielen anderen Widerstandssituationen heraus. Das ist auf der einen Seite, finde ich, ein sehr ermutigender, aber auf der anderen Seite auch sehr realistischer Blick. Und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie Olga die verschiedenen Eindrücke von außerhalb
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, sowohl von ihrem politischen Funktion her, zivilgesellschaftlichen Rollen, aber auch unterschiedlichen Erfahrungen heraus, wie du, Olga, das gehört hast. Ob das Anregungen sind, Hilfestellungen, eigentlich nur frustrierende Reden über, der Putin macht ja doch, was er will. Ich bin einfach gespannt, von Olga dir jetzt eine Antwort zu hören, wie du das wahrgenommen hast. Yes, thank you very much, and thank you for the question about Russia and Vladimir Putin, because by my opinion, this is another key question, but maybe more external than internal, but of course, Russia has unbelievable influence for Belarus. I would like to tell some changes in relationship between the Belarusians and Russia. Before the August 9th, we had many positive pro-Russian feelings in Belarus. And many people, 1 million Belarusians working in Russia, and even it was very complicated for opposition movement to tell something against Russia, even during the situation with Crimea in Ukraine. So it was very, very positive topic. But after the August 9th, the situation is a little changing because during the night on August 9th, how to explain? We had some kind of real war with grenades, with shooting people. It was many people have very, very strong impression that we had the war during the night. And at 10 o'clock a.m., on August 10, Vladimir Putin celebrated and congratulated Lukashenko with legal victory. And for many people who is really, really pro-Russian, it was unbelievable shock. And now we have maybe the biggest level of anti, not Russian, but anti-Putin feelings in Belarus. And for me, it's very big surprise, actually. I really didn't expect such kind of situation, and now, by my opinion, we have a fourth scenario for Belarus. First scenario, if Lukashenko will continue to do what he is doing, and in this situation it should be some kind of failed state, and it should be very similar like the situation in Donbas, because in Belarus now all state bodies are quite paralyzed. And the state bodies don't work as real state bodies. Of course, people are going to job and they're sitting in local administrations, but they have no such functions as before. So it's quite strange. And it's connected to medicine, to education, to civil social service, to courts, to general, to prosecutor department, to police, etc. So now Lukashenko not only peaceful protest is destroying the Belarusian economy, but Lukashenko is continued to destroy economical system of Belarus. Every day of Belarusian protest cost more than 1,000 million euro for Belarusian economical system. It's a lot. If we count since August 9th, so this is quite huge money. And Russia and Vladimir Putin, he congratulated, as I told you, he had congratulated Lukashenko, but now Russia is starting to understand that they lost the Belarusian nation. So it's very, very clear that Putin is trying to go out from the process and trying to go step back. So it's interesting. But on other hand, of course, if we continue to speak about scenario for Belarus, second scenario is, of course, the next president of Belarus will be very pro-Russian president who will continue the integration process with Russia and who is continue to realize of permission of Lukashenko with integration and all agreements between Russia and Belarus signed by Lukashenko. Lukashenko didn't realize the agreements, but he signed the agreements, and this is the problem now. And this is a second scenario.
But by my opinion, we are much more lucky now if we think about the feelings of population. People are really confusing. I would like to say why people supported Putin before. For them, Putin was the single politician in the world who can save the Belarusians from Lukashenko. You know, it's some kind of like Putin can go and save us from the horrible guy. But the support of Putin to Lukashenko, it was shown that Putin and Lukashenko are together. So Lukashenko is very toxic for Belarusian society, and Putin become to be very toxic. It's interesting process. So thought scenario, and by my opinion, the scenario is much more realistic if a pro-European president of Belarus will be. Of course, we don't know who is the person, but at the same time, I'm a little skeptical. I don't believe that we can go out from full influence of Russia. And I'm a little skeptical that we can destroy the Soviet, the union between Russia and Belarus. And I think that it should be some kind of, how to say, European president with red lines about some kind of Russian political influence, some kind of. And of course, fourth scenario, and by my opinion, it's very non-realistic, if we will have the pro-European president of Belarus, who will destroy all agreements with Russia and move to the West, and Belarus will be a member of the European Union as soon as possible. Of course, for me, it's the favorite scenario, but I think that maybe second or fourth scenario are much more realistic. And this is a question only how the West could react, and of course, how Russia could react. Now Russia is trying to organize the pro-Russian movement in Belarus, and they're quite active in such kind of process. But at the same time, we are very, very lucky with our neighborhood, because Lithuania, Poland, Latvia, Estonia, the country demonstrate unbelievable level of solidarity, even with humanitarian corridors and with support of Belarusians. And even people start to say that we have new sister nations now, you know. And people really looking forward to this kind of side. But of course, now, by my opinion, Russia will restructure it, will be the restructure it, and it should be very, very serious informational, and not only informational, political campaign. To put somebody who is not Lukashenko, it's very clear that for Putin it's solved question that Lukashenko has to go out, but they have no popular pro-Russian candidate now. And even if we will have elections tomorrow, then nobody from pro-Russian candidates have choice to win the elections. And by my opinion, this is and why? And this is the reason why the Russia is prolonging and freezing the political situation in Belarus. Putin gave some money to Lukashenko, not enough to win, but it's enough to freezing the economical situation and give some months to Russia to find somebody who can be pro-Russian candidate, etc. So I understand the confusing feelings about Russia. This is, of course, this is very dangerous situation, and we have to keep in mind. And of course, we have to keep in mind that Russian army was staying near Belarusian border. It was a very big surprise for us, and they were expected any brutal or any kind of violent reaction from peaceful demonstrants. So Putin was ready to send the army to help Lukashenko if the protesters can react in some kind of violent way. So this is very important that we continue to keep the peaceful protest and show that we are totally peaceful, you know, from this kind of perspective. And yeah, and this is very interesting question. Can we, as outsiders, just show in Belarus and Belarus? Yeah, Olga, I will mention, yeah. Yeah. Ich hoffe, dass ich sehr schnell die Fragen aufzugreifen. Ich fand es sehr hilfreich, die verschiedenen Szenarien
die möglich sind, in den Blick zu nehmen. Wenn ich recht entsinne, hat Jürgen so ein Hintergrundszenario, oder kam es von Herrn Wöllmann, so ein Hintergrundszenario gedacht, naja, wie wäre es denn, wenn es sozusagen sowohl mit, zwischen EU und Russland ein Interessenagreement geben könnte, vielleicht sich weniger dort einzumischen oder ein gemeinsames Interesse zu formulieren, dass sozusagen da eine andere Lösung möglich wäre. Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht diese Frage aufwerfen, sondern nur als Gedanken genannt haben. Ich wollte jetzt Christine bitten. Die hat nämlich die Aufgabe, die verschiedenen Fragen, die hier im Chat aufploppen, etwas strukturierter nochmal vorzustellen und dass du sie dann eins nach dem anderen, weil die einen sind auf Englisch, die anderen auf Deutsch formuliert, sie dann in die Diskussion einbringen. Christine, darf ich dich bitten, deiner Aufgabe, deines Amtes zu walten? Ich werde auf Deutsch sprechen. Mein Eindruck ist, es gibt einige Fragen, die darauf beziehen, was jetzt auch gerade schon sehr viel angesprochen wurde. Wer könnte denn der Nachfolger von Lukaschenko sein? Deshalb möchte ich erstmal gerne die erste Frage, die sehr früh gestellt wurde, in den Mittelpunkt stellen. Und zwar, also es geht auch um dieses Belarus zwischen den Großmächten, zwischen West und Ost. Aber die, wenn ich die Frage richtig interpretiere, geht sie dahin, wie es denn für die Bewegung selbst ist, ob es da das Gefühl gibt, von der einen oder anderen Seite beeinflusst zu werden oder dominiert, kontrolliert zu werden. Also nicht so sehr jetzt, was Russland, was der Westen macht, sondern wie das sich für die Protestbewegung selbst anfühlt. Ich hoffe, Peace Tandem, das habe ich so ungefähr richtig interpretiert, deine Frage. Ich schlage vor, weil die Fragen doch alle jeweils recht komplex sind, dass Olga, aber auch jeder und jede der Referentinnen Gelegenheit hat, sich jeweils zu den einzelnen Fragen zu äußern. Olga soll das erste Wort kriegen und die anderen mögen sich einfach dann mit freigeschaltetem Mikro auch zu Wort melden. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Olga, also nochmal die Frage, was ist die eigene Perspektive der Oppositionsbewegung gegenüber einer möglichen Vereinnahmung durch die ein oder andere Seite? It's a very complicated question because Lukashenko Russia granted Lukashenko for minimum 133 billions, not millions, but billions dollars during the period. And by my opinion, we need in some kind of audit of relationship between Russia and Belarus. Because it's not clear for which permissions or any kind of agreements Lukashenko had received such kind of money. And by my opinion, this is a very important question, especially after the case of Wagner Group. Maybe do you know that in July, some kind of Russian militants were arrested in Belarus, and seems that Russia used Belarus as some kind of shadow way to Africa for such kind of countries with a war. This is the version of Belarusians who was following for the case. And of course, we would like to know which kind of shadow agreements and some kind of topics, maybe sensitive topics, Putin and Lukashenko are involved. So this is the question number one. And by my opinion, we are really afraid that Russia or Putin and Lukashenko organized something very criminal together, and why for Russia it's complicated to change Lukashenko for somebody else now. But at the same time, now if we speak about protest and about the choice between West and East, for protesters, it's very, very important to fight for European values. This is not Russian values, because people, it's unbelievable. Before August 9, if I could say that I'm feminist, it was something very
bad definition. It was a very bad reaction of people. Now people start to speak about gender equality, people start to discuss feminism, people start to discuss, and for people start to see that we have to have some kind of standards of human rights for everybody. And this is revolution in Belarusian mentality. When we started to protect children convicted under the Article 328, this is drugs issues crimes, we received many negative reactions from the public, from the Belarusian society, because how you can protect druggers? How you can protect children who is using druggers? Now the situation is totally changing. And for example, the artist Roman Bondarenko was killed by team of Alexander Lukashenko, including his press secretary. And Lukashenko was trying to close the case and say that Roman was drunk. It was not true. He didn't drink anything, it's clear, but it was kind of argument from the government. If you're drunk, you are marginalized, and the government can do everything what they want. Now for people, it's very, very clear that even if you're drug users, if you're alcoholic person, it doesn't matter, even criminal person, you need some kind of standards of human rights. And many, many people are asking to cancel the death penalty for Belarus. It's really a revolution in the mind. And when I listen to the people, we are fighting so many years, trying to explain our values, our ideas. And now people are very, very ready to open and to listen to the ideas. And if you speak about the ideas, why I think that the European Europeans, because this, the main key of all changes, this is the respect to humans, respect. And this is main conflict between the state and the citizens, because state bodies humiliate usual citizens. And people would like to have respect. People would like to have standards. People would like to have the justice, you know, and the rules. In Russia, everything, what people in Belarus are asking is absent, you know. No justice, no gender equality, no respect to human rights. And people are really, really ready to move to the West in this way. Of course, if you speak about East, still economical question is very, very sensitive, but we will tell later about it. I really want to give you enough time for answers, but we also have answers perhaps from the other people. So I think we should move to anybody who wants to answer the first question. Ich kann gerne etwas sagen zu der Frage, wie das Verhältnis des Westens zur Opposition in Belarus ist. Ja, Herr Wöllmann, wir wollen Sie hören. Entschuldigung, ich hätte noch den falschen Kanal. Ich denke, man kann sagen, dass die westliche Gemeinschaft, vor allem die EU, zunächst mal keinen groben Fehler gemacht hat. Das ist ja schon mal was. Das ist schon viel in diesen Tagen. Also denken Sie daran, es hat zum Beispiel eine gemeinsame Haltung der EU gegeben. Also man hat sich nicht auseinander dividieren lassen. Das ist mit Blick auf die Entwicklung der Europäischen Union als gemeinsamer Akteur schon mal nicht zu unterschätzen. Da gab es zwar dann auch unterschiedliche Meinungen in Richtung, denken Sie an Sanktionen, ja, wo Zypern sagte, wir machen das aber nur, wenn es an anderer Stelle auch Sanktionen gegen die Türkei gibt. Aber trotzdem, man hat am Ende eine gemeinsame Haltung formuliert. Man hat auch Lukaschenko nicht anerkannt als Präsident. Man hat nicht gesagt, das ist der gewählte Präsident. Muss man auch sehen, dass das ein Erfolg schon ist. Man hat auch, das denke ich, kann ich sagen, begonnen auf ganz vielen Ebenen sich mit der Opposition zu vernetzen. Also wenn Sie mal die Presse der letzten Monate verfolgt haben, da jagte ja ein Treffen
das nächste, etwas salopp gesagt. Ich habe selber Anfang Oktober ein Gespräch zwischen Frau Tichanowskaja und der Außenpolitikern der Fraktion im Bundestag mit vorbereiten dürfen. Und das war nur ein Punkt in einer langen Reihe von solchen Vernetzungstreffen. Inzwischen hat man sich ja nun auch zu Sanktionen zusammengefunden. Und da ist auch die Richtung klar, dass da offenbar es weitere Verschärfungen geben wird. Ich denke, hier ist es wichtig, dass die westlichen, die europäischen Regierungen ein Ohr für die Opposition haben, für ihre Sicht vor Ort, was wer noch auf diese Sanktionsliste unbedingt gesetzt werden muss, um diese Verbindung Lukaschenkos, seien sie finanzieller Natur oder was auch immer, unter Druck zu setzen. Sie hat sich auch die Europäische Union die wesentlichen Forderungen der Opposition zu eigen gemacht. Ich nehme nur das Beispiel, ein Ende der Gewalt und eine Freilassung der politischen Gefangenen. Nur mal als ein ganz wichtiger Punkt, dass sie sagte, wir müssen das muss ein Ende haben, diese furchtbare Folter und Repression gegenüber auch den einfachen Menschen im Lande. Und man setzt ganz klar auf einen gewaltfreien Dialog und nun auch auf Diplomatie. Es gibt da auch im Hintergrund Versuche, Überlegungen anzustellen, ob man vielleicht einen Sondergesandten benennt. Aber nichtsdestotrotz, und damit ist dann auch das Enden. Man darf aber auch nicht die Möglichkeiten überschätzen. Das Stichwort, ich glaube, in Ihrem Szenario 4 war das ja, also ein europäischer Präsident, der das Land in Richtung EU führt. Ich glaube, das wäre auch aus EU-Sicht unrealistisch. Also das Maximum, was überhaupt denkbar wäre, wäre vielleicht eine, ja, so etwas wie es bei der Ukraine, dieses ein Assoziierungsabkommen, das wäre, glaube ich, das höchste denkbare. Mitgliedschaft, glaube ich, davon muss man nicht reden. Aber selbst eine solche Assoziierung, das hielte ich momentan für extrem schwierig, weil, wie ich das ja eingangs sagte, Belarus wird eben aus russischer Sicht als diese exklusive Einflusssphäre betrachtet. Das macht die Sache unglaublich kompliziert, aus westlicher Sicht. Zur gleichen Frage wollte Ute Fink-Krämer sich auch noch zu Wort melden. Ja, danke. Also ich sehe das auch so, dass wir froh sein können, dass die EU und die Bundesregierung keine gravierenden Fehler gemacht haben. Bei der Ukraine war das ja der Fall, dass da gravierende Fehler gemacht wurden, auch und gerade von dem damaligen EU-Erweiterungskommissar, der gesagt hat, ihr müsst euch entscheiden, entweder enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland oder enge wirtschaftliche Beziehungen zur EU. Und das hat dann natürlich sich auf alles andere auch ausgewirkt. Ich bin jetzt natürlich Außenstehender noch, aber ich sehe jetzt unabhängig von der Art und Weise, wie die Opposition sich äußert in Belarus, sehe ich enge Beziehungen zwischen Russland und Belarus, die was mit sprachlicher, kultureller und familiärer Nähe zu tun haben. Und das, was aus meiner Sicht wichtig wäre, wäre, das zu erhalten. Ne? Also, um ein Beispiel zu nehmen, mein russischer Lieblingsautor ist Tolstoi. Ne? Und dieser gemeinsame Stolz auf einen gewaltfreien Autor, der dieses wunderbare Werk Krieg und Frieden geschrieben hat. Ne? Das ist was auch verbinden kann und was Russland und Belarus wahrscheinlich auf lange Zeit gemeinsam haben werden, weil eben beide das im Original lesen können und als Teil ihrer Geschichte ansehen. Und da das zu stärken, eventuell auch einen Austausch zu machen zwischen russischen und belarussischen Kommunen über die Dinge, die auf der kommunalen Ebene entschieden werden. Nicht irgendwo ganz weit oben, sondern darüber, wie man in einem postsowjetischen Land Gesundheitsversorgung, die normalen Dienstleistungen, Wasser, Abwasser, Müll und Ähnliches organisiert. Das könnte unterhalb dieser Ebene, auf die Putin ja gerne geht, wenn ihr nicht für uns seid, seid ihr gegen uns, könnte eine Stärkung der Beziehung zu Russland bedeuten und vielleicht dann auch im Kreml die Ängste, dass ihnen Belarus entfremdet wird, doch ein bisschen vermindern.
Herzlichen Dank dafür. Wir merken, wie eng wir die Zeit uns vorgestellt haben. Wir sind nämlich jetzt nach meiner Uhr zumindest schon da angelangt, wo wir das beenden wollen. Ich würde trotzdem vorschlagen, Christine, dass du aus den vielen Fragen, die dort aufgelaufen sind, doch noch mal ein oder zwei gemeinsam herausgreifst und wir Olga und den weiteren Referenten auch noch mal die Gelegenheit geben für ein Final Statement, für einen letzten Beitrag, bevor wir dann in eine Pause gehen und dann direkt mit auf Englisch miteinander ins Gespräch kommen. Christine. Ja, es gab vielleicht noch zwei Sachen. Also ich kann nicht alles vortragen und da bitte ich auch um Verständnis. Ich denke, vielleicht zwei kürzere Punkte. Eine Frage knüpft jetzt auch an das an, was eben schon besprochen wurde. Gibt es bei der Opposition Vorstellungen über das ökonomische System? Also wie soll Wirtschaft in Zukunft in einer Zeit nach Lukaschenko aussehen? Und die andere Frage, die wurde, glaube ich, gestellt während des Vortrags von Jürgen Johansen, und vielleicht mag er dazu auch was sagen. Was ist mit der Gefahr von so Agent Provocateur, also von Leuten, die angeblich Opposition sind, Gewalt begehen und damit letztendlich, also bis hin zu einer militärischen Intervention, alles provozieren können? Es gibt ja diese schwarz gekleideten Männer, wurden ja da auch gesehen, füge ich jetzt nur noch mal hinzu. Also wie kann man damit umgehen und gibt es die Gefahr? Ja, herzlichen Dank für diese beiden Fragen. Und das gibt mir die Gelegenheit, sozusagen in umgekehrter Reihenfolge die Referenten anzusprechen. Und als erstes wollte ich Jürgen Johansen bitten, sowohl zu dieser Frage, aber auch vielleicht auch zu dem, was im Diskussionsverlauf noch wichtig geworden ist, noch einmal Stellung zu nehmen. Okay, thank you. On the last question about provocateurs, that is a common problem all over the world and it's growing. Partly it is due to the new social movements are communicating electronically and based their activities on social media. It's extremely easy to do surveillance and the people in power follow them and could identify the so-called troublemakers. They can be taken away, they could be tortured, they could be whatever. We are more vulnerable when we base our main activities, organizing and mobilizing on the web. And the people in power have learned how to handle that much, much better than they were 10 years ago to follow us and see what we're doing. So we need to be more creative to find other ways to cope with that problem. There are techniques and you have big demonstrations and your provocateurs in the demonstrations that must be trained and people must be educated in that. But we also need to find better way of communicating without being identified as key people in the movements. Different ways of doing it secretly, the crypto and so on, is a possibility. And I would like to have more people on the spot. I mean, when I started in the peace movement, there was no one from the peace movement in the war zones, very few in Vietnam, for example. But today we have people all over the place working in the war zones. And we should also have people working in Belarus and those conflict areas where there's not a real armed confrontation yet, but more people from the West coming into Belarus, not only in Minsk, but everywhere, and stay with the people there. I mean, Christine has done a lot of that work in different parts of the world, and I would like to see much more of people following the activists and giving them some sort of support, like unarmed the bodyguards, the Peace Brigades International, and so on. That should be a good support for the local people. And they should be equipped with ways to better document and disseminating the problems created by the police and the secret the services. Thank you. Ja, herzlichen Dank für diese auch sehr konkreten Vorschläge, ja, nicht nur von ferne Solidarität zu sagen, sondern auch mit der Bewegung in Belarus mitzudenken und mitzuhandeln und dabei zu sein. Die Frage nach dem ökonomischen System ist gestellt worden. Die geht natürlich am Ende zu Olga.
Aber trotzdem wäre ich noch mal interessiert zu hören, auch von Herrn Wölbern, wie beurteilen Sie die Situation für ein Land wie Belarus und für Weißrussland, die Situation zwischen ökonomischen Systemen und politischen Systemen entscheiden zu müssen? Oder auch eigene Perspektiven da überhaupt eingehen zu können? Können Sie das, welche Rolle spielt die Ökonomie in diesen Prozessen? Also dass die Frage einer die Frage der künftigen ökonomischen Verfasstheit jetzt im Vordergrund steht, sehe ich so nicht, aber da will ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das würde ich tatsächlich eher an Olga Karatsch geben, die Frage. Was vielleicht auf dem ökonomischen, wenn man mal das Feld betrachtet, erwähnenswert wäre, ist, dass es zum einen ja Hilfsangebote der EU gegeben hat und gibt. Das sind auch schon recht erkleckliche Millionenbeträge, die da im Raum stehen. Das heißt also, es gibt Angebote der Europäischen Union zur einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Aufbauhilfe. Weil wir müssen klar sehen, wenn wir uns die jetzige Entwicklung in Belarus anschauen, dass die Zahlen deutlich nach unten zeigen. Das ist zum einen natürlich durch die politische Situation bedingt, das ist auch durch die Pandemie, die ja massiv gerade im Lande grassiert, bedingt. Auch eine interessante Zahl, die Devisenflucht nimmt zu, also dass der Dollar, dass die Menschen Dollar kaufen, ja, da sehen Sie, das sind ja alles dann das Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass die wirtschaftliche Lage sich deutlich verschärft. Aber jetzt eine Diskussion über, ich sage mal, Leitmodelle, das wüsste ich jetzt so nicht, dass sie geführt wird. Aber das möchte ich auch nicht, möchte ich gar nicht sagen. Vielleicht noch ein Satz dieser Frage von solchen Agence-Provokateur. Das hat es ja schon gegeben. Also es gab, ich erinnere mich an einen Fall, wo der Vorwurf war, die Opposition habe da irgendwo einen Molotow-Cocktail über die Gefängnismauer geworfen, ja, was sich nachher als völliger Unfug herausstellte, weil allein von der Flugbahn das gar nicht möglich war. Und der Versuch eben da gemacht wurde, die Opposition zu provozieren, ihr eben Gewaltanwendung in die Schuhe zu schieben. Also das wird versucht, aber nochmal, das kann man gar nicht oft genug unterstreichen, diese Gewaltfreiheit der Opposition, der Proteste, die wir sehen, sich im Zweifel auch lieber zusammenschlagen zu lassen von den Lobby, als selber Gewalt anzuwenden, jedenfalls bis zum heutigen Tage. Das halte ich für absolut bemerkenswert und das verdient unseren höchsten Respekt. Ja, danke sehr. Ute Fink-Krämer, vielleicht auch noch einen letzten Beitrag und Blick auf die Situation. Also ich denke, dass es wichtiger ist, dass die Belarussen sich darüber verständigen, wie sie eben welche sozialen Sicherungssysteme sie brauchen und was eben die sogenannten öffentlichen Güter in ihrem Land sind, die sie erhalten oder ausbauen müssen, als dass sie jetzt über ein, ich sage jetzt mal, Wirtschaftssystem abstrakt diskutieren. Also die auch Wirtschaftssysteme wirken sich ja auf die Menschen im direkten Umfeld aus. Also ob die Schulen eben funktionsfähig sind, ob genug Krankenhausbetten da sind, ob Abfall abgefahren wird und Ähnliches, ob das Trinkwasser in Ordnung ist. Insofern, und dann ergibt sich irgendwann ein Wirtschaftssystem auch daraus, dass man sagt, wie gehen wir auf der Graswurzelebene, auf der kommunalen Ebene mit den Bedürfnissen der Menschen um? Wem verlangen wir wie viel Steuern ab? Wem legen wir im Interesse der Menschen wegen Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, was auch immer, Einschränkungen auf? Das kann man, glaube ich, wirklich in einem so kleinen und übersichtlichen Land wie Belarus, das in vielem sehr einheitlich ist, eben besser machen, als wenn es etwa um Ägypten oder um die Ukraine ging. Was ich noch wichtig finde, ist, also ich glaube, dass das Risiko echter Agent-Provokateur nicht mehr gegeben ist, weil es so viele staatliche Leute ohne irgendwelche Hoheitskennzeichen gibt, die also in schwarzen Klamotten mit schwarzen
Sturmhauben herumlaufen, also Balaklavas, wie die dann auf Russisch oder Belarussisch heißen. Und damit jeder schwarz gekleidete Agent-Provokateur mit Sturmhaube zunächst mal für einen staatlichen Agent-Provokateur gehalten würde. Ne? Und dann müsste Lukaschenko ausführlich begründen, warum diesmal das aber nicht sein Angestellter war, der eben schwarz und mit Sturmhaube Gewalt angewendet hat, sondern dass es diesmal einer war, der in Wirklichkeit zur Protestbewegung gehört. Das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Und damit, also interessant finde ich ja auch die ganzen Fehler, die Lukaschenko gemacht hat. Und das war einer seiner größten Fehler, dass er gegen die eigene Bevölkerung Leute eingesetzt hat, die nicht mehr als die Sicherheitskräfte zu erkennen waren. Damit hat er zum Glück, kann man nur sagen, ne? Also eben die Chance verspielt, irgendwo über Agent Provokateur zu radikalisieren und das Ganze zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zu machen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Belarussen, und das hatte ich vorher nie so realisiert, ein im positiven Sinne gewaltfreies Volk sind. Also eher sowas, dass es dann mal Gewalt im kleinen Umfeld gibt, ne? Also Prügeleien auf Schulhöfen oder sowas, aber eben nicht im Sinne von, dass man politische Konflikte mit gewalttätigen Schlägereien austrägt. Das ist in dem Fall, glaube ich, auch eine Stärke des Landes. Ja, herzlichen Dank dafür. Olga, du sollst das letzte Wort haben, bevor wir in eine Pause gehen und dann noch an eine direkte Diskussion gehen. Es sind ganz viele Stichworte gefallen. Agent Provokateur ist gefallen, Wirtschaft ist gefallen. Ich weiß, dass die Debatte jetzt innerhalb von 10 Minuten oder 5 Minuten nicht beendet werden kann. Trotzdem vielleicht einige Eindrücke von dir und Gedanken, die dir gekommen sind in der letzten Runde jetzt. Yes, about the provocators is a huge risk. I agree with everybody, but I would like to mention that we already had such kind of violent events and cases, including the cocktail Molotov, even twice, as I remember well. But we are very lucky. We are very lucky that we are living in 21st century and everybody has a mobile phone and everybody is making video. So everybody from the provocators was identified. And everybody who was making the violent case, including the cocktail Molotov, they were policemen. You know, and even people identified them in which police station they work, names, you know, et cetera, et cetera. So the cases didn't develop because it was very, very clear that this is a policeman provocations. About our economical system. This is very complicated question because we have very deep political crisis in Belarus. But usually if any country has a political crisis, of course, the country has the economical crisis too. This is, by my opinion, this is some kind of twins. It's impossible to divide. We have a common agreement even among populations that first we have to save people because people are under the tortures, people are continue to be killed or kidnapped, and lives of people are much more important than economical system. So we see several tools of pressure for Lukashenko, who, as you know, doesn't want to leave his position and he's struggling. So first of all, we would like to organize economical blockade inside Belarus and outside Belarus. Many Belarusians don't pay communal entities tax, try to buy food or any production only in private shops, and try to don't go to state shops, for example. So this is some kind of internal campaign how to organize blockade of economical blockade of regime. And also, of course, the opposition is very active to organize economical sanctions. Because Russia is supporting Lukashenko, but in very limited way. At the same time, Lukashenko was very active to receive some kind of support from West,
And even, as you know, European Union would like to send 53 million of euro to Belarus to support opposition, people under repression, the situation with the COVID-19. And it was very funny to listen when Lukashenko said publicly that, oh, European Commission promised Belarusian opposition 53 million euro to Belarusian opposition. Vladimir Makey, where is the money? We didn't receive anything. You know? It was really crazy. So he expected that a European Union send the money to him as support of opposition. I just translate his speech. The opposition is very active with the economical struggle. But at the same time, in Belarus, of course, second tool is peaceful protest. And third tool, maybe you know something about it, we have cyber partisans. This is IT people from the IT sphere, because Lukashenko repressed many programmists and people were in the prison. And they organized some kind of hacker attacks for the website, state websites, including the website of administration of president, banks, and some ministers, etc., etc. So maybe it's not a very serious attack, but this is funny for people that we have some kind of such very strange activities. And of course, still, the open question that even if the protest should be stopped immediately, we will have the economical default quite soon. So, and it should be very deep economical default, because I would like to remind you that 80% of the property in Belarus is a state. It's a state property. And Lukashenko has no money to continue to support such kind of state business, etc. And of course, if you speak about economical system, we have to speak about very systematic corruption, state corruption. It's very huge in Belarus. And of course, it's impossible to build any healthy economical system without very serious anti-corruption work and anti-corruption reforms. And by my opinion, new government in Belarus should organize such kind of work and fight with corruption in all levels. Yeah, and again, thank you very much for your support, your attention, your questions, and I really hope that we continue to do so many things for new democratic Belarus. Thank you. Ja, herzlichen Dank dir, Olga, für die Bereitschaft, hier so offen und ja auch für uns sehr erhellend und die Situation zu schildern, auch in die Diskussion einzusteigen, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und auszuleuchten. Es ist zum Schluss über Wirtschaft gesprochen worden und im Chat war zwischendurch die Frage nach Spendenmöglichkeiten. Das ist ja auch eine Form des Wirtschaftens, wo gleich auch verschiedene Möglichkeiten genannt worden sind. Wir werden unsererseits als Organisatoren alle Teilnehmenden nochmal anschreiben und da auch die Links sowohl von La Storm direkt als auch über ein Spendenkonto des Bundes für Soziale Verteidigung, das direkt an La Storm weitergeleitet wird, dann auch nochmal allen zur Verfügung stellen. Jetzt also herzlichen Dank, Herr Wölbern. Herzlichen Dank, Frau Schmidt-Fink-Krämer. Und wen habe ich jetzt übersehen? Jürgen Johansen in Schweden. Und vor allen Dingen dir, Olga, herzlichen Dank.